Herr Dr. Vollbrecht, Sie sind der Museumsdirektor des Museums in Bautzen. Darüber sprechen möchte ich jetzt auch im Folgenden mit Ihnen. Als allererstes einmal die Frage, wie ist das Museum in Bautzen denn eigentlich entstanden? Das Bautzener Museum hat eine relativ lange Geschichte. Es ist im vergangenen Jahr, im Oktober, am 12. Oktober, 150 Jahre alt geworden. Und wir haben das natürlich zum Anlass genommen, auch jetzt nochmal neuerdings nachzuschauen in unseren Altakten. Und in dem Zusammenhang zu der Zeit spielte eine ganz große Rolle ein Bautzener Buchhändler namens Oskar Rösker, der schon als Jugendlicher altertumsinteressiert war und sich immer schon mit der Frage auseinandergesetzt hat, schon mit 14, wie kann man eigentlich ein Museum organisieren? Und der war genau der richtige Mann im richtigen Moment an der richtigen Stelle und hat diese Dinge alle, weil auch andere mitgeholfen haben und Geld gegeben haben, zusammengeführt als Experte für Altertümer und hat dann gesammelt im Auftrag der Stadt. Und es entstand dann endlich die Realität, dass wir ein Museum in Bautzen hatten. Was ist denn nun konkret die Hauptaufgabe des Museums? Ja, das Museum hat ja laut der Definition der Internationalen Museumsorganisation ICOM eine ganze Reihe von Aufgaben und wir folgen dieser ICOM-Definition. Die Aufgaben, die das Museum hat, sind Forschen, Sammeln, Bewahren, Vermitteln, ja, und Ausstellen. Und das Ganze in einem gemeinnützigen Geist und zum Zwecke der Bildung und Unterhaltung und des Sich-Wohlfühlens von Leuten, die in ein Museum gehen. Wir haben einerseits natürlich das, womit wir wahrgenommen werden, das sind die Ausstellungen, insbesondere auch die temporären, die wir dann aus unseren Sammlungen generieren. Aber andererseits ist es vor allen Dingen, und natürlich auch die Vermittlung, aber andererseits ist es vor allen Dingen auch die Bewahrung der Sammlung. Was wird den Besuchern in Ihrem Haus geboten? Wir haben, wenn Sie jetzt die Ausstellungen meinen damit, haben wir die Möglichkeiten, 1 bis 2 Sonderausstellungen jeweils zu zeigen. Wir haben da ganz schöne Möglichkeiten für. Das wechselt natürlich immer. Und dann haben wir auf ungefähr 2000 Quadratmetern auf 3 Etagen haben wir unsere feste permanente Ausstellung eingerichtet. Die ist nach Themenebenen gegliedert, die sich natürlich nach unserer Sammlung richten. Wir haben also einen größeren Teil in der Ausstellung, der sich mit Archäologie beschäftigt und mit Volkskunde und mit Stadtgeschichte und mit verschiedenen Aspekten des Kunsthandwerkes und bildende Kunst. Und darüber hinaus eben, sagen wir mal, begleitend auch Vorträge anzubieten und Museumsgespräche und Führungen. Bieten Sie Projekte für Schulen und Kinder an? Wenn ja, welche? Wir haben eine sehr weit entwickelte Museumspädagogik. Wir haben feste Projekte, die unser Museumspädagoge durchführt. Das sind zurzeit 13 verschiedene Angebote, die immer angepasst an die Belange der verschiedenen Jahrgangsstufen und der Inhalte von verschiedenen Fächern, die im Lehrplan ja alle beschrieben werden, angelegt werden. Und die sind alle Lehrer kommuniziert. Und so können die Lehrer das nutzen, mit ihren Schulklassen kommen und in den verschiedenen Jahrgangsstufen das sich erarbeiten. Dazu sind wir seit, glaube ich, 5 Jahren jetzt in der Situation, dass wir in allen Schulferien täglich ganztägige Ferienangebote anbieten, sodass dort auch, sagen wir mal, Kinder von Berufstätigen durchaus das Museum erkunden und nutzen können und sinnvoll auch nutzen können. Und so manchen Tag gehen die Kinder und Jugendlichen auch aus dem Museum raus und nehmen Dinge mit nach Hause, die sie angefertigt haben und Ähnliches. Also wir sind da ziemlich breit aufgestellt. Aufgrund der aktuellen Situation ist auch Ihr Museum für den Besucherverkehr derzeit geschlossen. Wie nutzen Sie und Ihre Mitarbeiter diese Zeit? Wir sind alle an Bord und machen Dinge, die wir immer nur schwerlich machen können, wenn das Museum auf ist, weil wir dann die Besucher stören würden. Also wir räumen um. Wir ändern die Inhalte von manchen
Depoträumen. Es bezieht sich vor allen Dingen auf das Depot und auf die Sammlungen, die Arbeit, die wir machen. Und bringen andere Sammlungsbereiche besser unter, als es bisher möglich war. Wir optimieren unsere Situation und arbeiten derweil inhaltlich auch immer wieder weiter an der Inventarisierung unserer Sammlung mit einer elektronischen Datenbank, die wir in Kürze dann auch online abbilden können, sodass also jeder, der Interesse hat, sich die Bestände unseres Museums aus der Ferne angucken kann, bevor er dann, sagen wir mal, gezielt ins Museum geht, um sich vielleicht das ein oder andere im Original auch vorlegen zu lassen, wenn es gar nicht in der Ausstellung ist, oder einfach nur in der Ausstellung aufzusuchen. Worauf können sich die Gäste freuen, wenn das Museum Bautzen nach der Corona-Pandemie wieder öffnet? Es deutet sich an, dass wir wahrscheinlich das Museum für eine begrenzte Anzahl von Menschen, wir haben ja nun ordentlich Platz, aber trotzdem ist ja immer eine begrenzte Anzahl von Menschen, öffnen werden, sodass man sich die Ausstellungen anschauen kann. Und wann wir wieder in der Situation sind, dass wir Veranstaltungen durchführen können, das wissen wir noch gar nicht. Wir haben jetzt erstmal einige Ausstellungen, die wir uns vorgenommen hatten, im Mai und im Juni zu eröffnen, verschoben. Aktiv ist es so eine Ausstellung, die wir am 14. März eröffnen wollten, konnte nicht eröffnet worden werden mehr. Das war der Tag, an dem gesagt wurde, dass keine Veranstaltungen mehr durchgeführt werden sollen wegen des Coronavirus. Und wenn wir wieder öffnen, wird diese Ausstellung, die jetzt eben bisher nur 2 Tage zu sehen war, dann eben, die sollte bis 1. Juni bei uns zu sehen sein, eben noch längere Zeit zu sehen sein. Da geht es um Fotografien aus Äthiopien von einer jungen Gruppe Fotografen fotografiert, die sich mit dem Thema Heimat auseinandergesetzt haben, eben in ihrer Heimat im südlichen Äthiopien. Und das wird neben historische Aufnahmen aus Äthiopien gestellt, die aus derselben Gegend übrigens, in der Verwaltungseinheit, die sich Gedeo nennt, hat in den 30er Jahren haben Leute gearbeitet, die aus dem Frobenius-Institut waren. Das ist in Frankfurt am Main ein völkerkundliches Institut. Und das stellen wir so nebeneinander. Das ist sehr interessant.